Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturradio Hörbahn berichtet über die lange Nacht der Demokratie 2024. In dieser Phase der Vorbereitung berichten wir in einer kleinen Reihe über die Organisationen, die sich bei der langen Nacht beteiligen, ihre Motivation dabei zu sein, warum es ihnen wichtig ist mitzumachen und was die Besucher der langen Nacht der Demokratie von ihnen erwarten können. Heute spreche ich mit Rainer Janicki. Hallo Rainer, schön, dass du hier bist. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Sag uns und unseren Zuhörern, welche Organisation vertrittst du? Ich vertrete The Wall Net, das Mauernetzwerk, was jetzt wahrscheinlich niemandem etwas sagt, es sei denn, er ist ein bisschen älter. Bei den Älteren, in der Boomer-Generation, sage ich mal, da weiß jeder, was anzufangen mit dem Stichwort Mauer. Da ploppen gleich die entsprechenden Bilder auf, deutsche Teilung, deutsche Geschichte. Bei den Jüngeren geht das Wissen leider etwas verloren. Und das ist mein Projekt, das sich beschäftigt mit der Berliner Mauer, mit der deutsch-deutschen Teilung, beziehungsweise vielmehr mit der dann nicht mehr Teilung, mit der deutschen Wiedervereinigung, mit der friedlichen Revolution. Und was wir betreiben, ist ein Stück Erinnerungskultur. Das verstehe ich gut. Wie seid ihr organisiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine große Organisation? Das vermuten tatsächlich viele. Also ich muss erklärend sagen, The Wallnet ist ein Digitalprojekt in erster Linie mit diversen analogen Ausprägungen, so jetzt eben die Präsenz bei der langen Nacht der Demokratie. Wir sind eine relativ kleine Organisation und wir sind eigentlich mittlerweile Profis in Sachen Recherche. Ihr seid international vernetzt und im Vorgespräch haben wir ja auch schon festgestellt, dass es ja auch gute Beispiele gibt, die ihr zeigen könnt. Ja, also wie gesagt, das The Wallnet ist ein Digitalprojekt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Reste der Berliner Mauer, also die jeweilige komplett erhaltene, vollständige Segmente, 1,20 Meter breit, 3,60 Meter hoch, 2,7 Tonnen schwer, deren Reise vom ursprünglichen Standort von Berlin, weil da wurden sie möglichst schnell wieder abgebaut. Ende 1990 waren die Grenzanlagen aus dem Stadtbild von Berlin verschwunden. Und ich habe mich seinerzeit schon gefragt, was passiert denn eigentlich mit diesen Segmenten? Wo wandern die denn hin? Und das war Anlass für das Projekt, die Reise der Segmente zu verfolgen, die mittlerweile nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern weltweit aufgestellt wurden und nach wie vor aufgestellt werden. Als jüngstes Beispiel war vor 2 Jahren erst in Christchurch in Neuseeland eine Aufstellung. Kurz davor wurden feierlich welche in Australien aufgestellt. Insofern sind wir international vernetzt, weil wir die Reise der Segmente in die ganze Welt hinaus begleiten, weil wir dokumentieren deren heutige Standorte und zeigen nicht nur im Bild, wie es da toll aussieht und welche neue Umgebung sie da haben, sondern wir versuchen auch die Geschichte dazu zu erzählen, warum das Segment dort steht, wer die beteiligten Personen, Institutionen sind und welche Bedeutung. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil des Projekts, welche neue Bedeutung durch den neuen Standort da hinzukommt. Mhm. Also die Bedeutung, die Symbolik der Berliner Mauer ändert sich durch das gesamte Projekt. Ursprünglich wurde die gebaut an einem Ort in Berlin, um eine Gesellschaft zu spalten. Und die einzelnen Teile sind jetzt in die Welt hinausgewandert und verbinden genau genommen über dieses Projekt Menschen und Orte in der ganzen Welt. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel für Demokratie. Ja, das ist auf jeden Fall eines. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, welches ist denn für dich das eindrücklichste Beispiel oder Symbol? Was würdest du sagen? Spontan fällt mir ein, das Segment, das in Langley bei der CIA auf dem Parkplatz steht. Das wurde da hingestellt auf dem
Weg vom Parkplatz ins Bürogebäude, genau mitten in dem Weg. Es wurde also in voller Absicht mit der ursprünglichen Funktion als Sperrelement aufgestellt. Man muss jetzt drumherum gehen. Warum das da steht, deswegen habe ich das jetzt genannt, das ist so, ich weiß nicht, kann ich nicht ganz persönlich nicht ganz nachvollziehen, aber es ist halt so, es war die Wendezeit, beziehungsweise die Zeit der Teilung. Der Kalte Krieg, das war natürlich auch die Hochkonjunktur der Nachrichtendienste und zur Zeit des Mauerfalls sagte der Europachef der CIA, wir haben den Krieg gewonnen, das ist unsere Trophäe. Ja. Gut, dann haben sie sich selbst in den Weg gestellt. Naja, warum ja. nicht? Es ist schon verrückt. Was werdet ihr auf der Veranstaltung zeigen? Also im Gasteig haben wir eine vordergründig analoge Ausstellung mit großformatigen Fotoflächen, die allerdings auch eine digitale Verbindung haben, auf der der Hintergrund dann erzählt wird. Also ganz kurz zur Mechanik, wie das funktioniert. Es gibt auf jeder Fotofläche gibt es eine Abbildung, die das Mauersegment in der heutigen Zeit zeigt. Und in der Abbildung darunter wird der historische Kontext aufgegriffen. Beispiel Danzig. In Danzig hat polnische Gewerkschaft Solidarność sich ein Mauersegment vors Büro gestellt und unmittelbar daneben ein Teil der Mauer aus der Danziger Werft, auf der 1980 Lech Wałęsa den Arbeiterstreik ausgerufen hat und die Arbeiter motiviert hat. Lech Wałęsa, der spätere polnische Staatspräsident. Mhm. Also die Standorte, wenn man die Geschichte an den heutigen Standorten und die Symbolik verfolgt und dokumentiert, dann ist das eigentlich ein Ritt durch die jüngere deutsche, europäische Geschichte und eigentlich auch internationale Geschichte. Also hier knüpft der heutige Standort in Danzig an Ereignisse, die 1980 in Polen waren, die quasi mit dazu beigetragen haben, dass 9 Jahre später die Mauer gefallen ist. Wenn ich fragen würde, welches Land, das jetzt mittlerweile ein solches Mauerstück hat, hat dich am meisten überrascht? Überrascht hat mich ehrlich gesagt, je mehr ich da eingetaucht bin in das Thema Südkorea und deren Engagement in Sachen Wiedervereinigung mit dem Norden. Südkorea hat tatsächlich auch sehr viele Mauersegmente aufgestellt an unterschiedlichsten Orten, einige auch in der demilitarisierten Zone, also dem unmittelbaren Grenzbereich zwischen Nord- und Südkorea. Und wie tief deren Bemühungen sind, die haben sogar ein Ministerium für Wiedervereinigung, das fand ich ganz großartig. Die haben einen Bahnhof der Wiedervereinigung. Das ist die nördlichste Bahnstation in Südkorea. Dabei ist ein Segment aufgestellt. Da war übrigens der Bundespräsident Gauck mit in Südkorea. Genau. Also das finde ich sehr beeindruckend, dass ein Land, ein Staat da auch wirklich noch so aktiv die Wiedervereinigung angeht, thematisiert. Ja. Wenn ich dich persönlich fragen würde, was wünschst du dir für die Demokratie in unserem Land? In Verbindung mit diesem Projekt würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder an die Anfänge erinnern, an die Euphorie, die uns 89, 90 getragen hat, die nicht nur uns Deutsche getragen hat, sondern die auch die Europäer, eigentlich auch die ganze Welt getragen hat, dadurch, dass der Kalte Krieg auf einmal vorbei war und die Demokratie im Grunde eigentlich gewonnen hat. Also der Aufstand der Menschen, der Kampf für die Demokratie, für Freiheit, für Menschenrechte sich tatsächlich auch gelohnt hat und dann ein greifbares Ergebnis bei rauskam. Und diese Euphorie, da wünsche ich mir, dass wir uns heute daran erinnern und vielleicht auch wieder dahin zurückkommen. Bedauerlicherweise sehe ich, dass wir uns eher mit Riesenschritten dem Gegenteil entgegengehen. Ja, leider. Und das ist ein guter Wunsch und möge er in Erfüllung gehen. Vielen Dank für deinen Besuch in unserer Sendung und alles Gute für dich und auch deine Organisation The Ballnet. Wir sehen uns am 2. Oktober im Gasteig bei der Langen Nacht der Demokratie und ich freue mich drauf, deine Bilder anzusehen. Und ich freue mich auf alle, die kommen und Lust haben, da einzutauchen ein bisschen in das Thema. Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen?
Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.